Die Friedhofsgebühren für fast alle Grabarten sollen im nächsten Jahr steigen. Eine Ausnahme ist die Bestattung im Friedhain. Das heißt, dass die Urnen anonym am Baum beigesetzt werden. Gestern haben die Stadtverordneten die Gebührenerhöhung beschlossen. Die Stadt ist verpflichtet, Über- und Unterdeckung aus Vorjahren auszugleichen. Und daher liegt für das kommende Jahr, also für 2016, eine neue Gebührenkalkulation vor, die jetzt auch von den Stadtverordneten ja bestätigt worden ist. Und dort hat sich ergeben, dass wir einen Mehrbedarf errechnet haben von ca. 30.000 Euro, die über die Gebühren gedeckt werden müssen. Das liegt vor allem an den steigenden Personalkosten. Außerdem würde der Müll auf den Friedhöfen schlecht getrennt. Deswegen steigen auch die Kosten für die Müllentsorgung. Und auch die Nutzung der Feierhallen soll teurer werden. Hier werden die Gebühren aber nur gering ansteigen. Das liegt daran, dass natürlich an den Feierhallen durch die Benutzung kleinere und manchmal auch größere Reparaturen nötig werden, die ja natürlich auch ausgeglichen werden müssen und auch bezahlt werden müssen. Die Stadt will im nächsten Jahr aber auch weiter in Friedhöfe investieren. So sollen zum Beispiel neue Wege ausgebaut werden. Vor allem neu erschlossene Grabstätten sollen einen würdigen Rahmen bekommen.